Merkur und Venus. Zwei lebensfeindliche Planeten mit völlig unterschiedlichen Schicksalen. Der eine lebendig und gespickt mit tückischen, brodelnden Naturkräften. Der andere ein kosmischer Kadaver, von Millionen Einschlägen gezeichnet. Beide zeigen das Schreckensbild von Planeten, die ins Abseits geraten sind. Sehen Sie nun Merkur und Venus, die inneren Planeten. Gemeinsam mit Erde und Mars gehören Merkur und Venus zu den inneren Planeten unseres Sonnensystems. Die sonnenfernen Planeten Jupiter, Saturn, Uranus und Neptun bilden die gasförmigen äußeren Planeten des Sonnensystems. Vor über 4 Milliarden Jahren hatten die inneren Planeten so viel interstellare Materie angesammelt, dass sich feste Körper bilden konnten. Warum erforschen wir die Planeten? Warum beschäftigen wir uns mit Astronomie? Nun, eines Tages werden wir die Erde verlassen müssen, wenn wir als Gattung überleben wollen. Deshalb müssen wir wissen, was da draußen ist und wie es dort aussieht. Wir erforschen fremdartige Welten, aber die grundlegenden physikalischen und chemischen Vorgänge sind die gleichen wie hier auf der Erde. Millionen Kilometer trennen uns von unseren felsigen Verwandten, aber ein Besuch auf Venus oder Merkur enthüllt unsere gemeinsame Herkunft. Wir können beide als ganz eigene Welten mit ihrer eigenen Geschichte ansehen, aber darin auch die Geschichte unseres eigenen Planeten wiedererkennen. Venus ist der sechstgrößte Planet im Sonnensystem. Mit etwa 42 Millionen Kilometer Entfernung ist sie der Erde am nächsten. Ein Venusjahr dauert 225 Erdentage. Ein Gewicht von 70 Kilo auf der Erde entspricht 60 Kilo auf der Venus. Wenn die alten Römer zur Venus aufschauten, waren sie gefesselt von ihrer imposanten Erscheinung. Sie benannten den Planeten nach ihrer Göttin der Liebe und der Schönheit. Es ist so eine schöne Erscheinung am Himmel, dass sich die Verbindung zur Göttin aufdrängt. Aufgrund der Ähnlichkeit in Zusammensetzung, Anziehungskraft, Dichte und Durchmesser ist die Venus lange als Schwesterplanet der Erde betrachtet worden. In vieler Hinsicht sind Erde und Venus Zwillinge. Sie haben fast die gleiche Größe. Die Venus ist etwas kleiner als die Erde. Wenn die Erde ein Basketball wäre, dann wäre die Venus ein Fußball. Und sie ist der Erde am nächsten. Aus all diesen Gründen galt sie lange als Zwillingsplanet der Erde. Jahrhundertelang stellten sich Wissenschaftler diesen Zwilling so vor wie die Erde. Bedeckt von tiefen Ozeanen, üppigen Regenwäldern und mit einem Klima, das die Existenz intelligenten Lebens möglich machte. Vor dem Zeitalter der Raumfahrt dachte man, die Verhältnisse auf der Venus seien erdähnlich. Aber dann mussten wir feststellen, dass es dort ganz anders ist. Es zeigte sich, dass die Venus keine exotische Schwester der Erde war, sondern ein missratener Zwilling. Sie sind in ihren Bestandteilen sehr ähnlich, aber sie entwickeln sich so unterschiedlich, dass sie eine faszinierende Möglichkeit zum Verständnis der Planetenentwicklung bieten. Es ist wie ein kontrolliertes Experiment. Zwei gleiche Planeten entwickeln sich über 4 Milliarden Jahre völlig unterschiedlich. Zuerst mal einige der grundlegenden Unterschiede. Venus wurde von Meteoriteneinschlägen schwer getroffen. Einer davon so schwer, dass Wissenschaftler vermuten, er habe die Rotationsrichtung des Planeten umgekehrt. Die Venus dreht sich sehr langsam. Wir nennen es eine retrograde Rotation. Das heißt, sie dreht sich genau anders herum als alle anderen Planeten. Wegen dieser Rückwärtsrotation geht die Sonne im Westen auf und im Osten unter. Und die Venustage sind sehr lang. Die Zeit, die von einem Sonnenaufgang zum nächsten vergeht, beträgt 8 Erdenmonate. Aber ihre Rotation und die Länge ihrer Tage sind nicht das, was Venus zu einem Problemfall macht. Es ist zumindest zum Teil das vertrackte Klima.
Mit einer Oberflächentemperatur von bis zu 480 Grad Celsius ist Venus der heißeste Planet im Sonnensystem. Ein Besuch auf der Venus wäre für Reisende nur von kurzer Dauer. Es würde keine Sekunde dauern, bis ein Besucher hinüber wäre, einfach geröstet. Wenn ein Astronaut ohne Raumanzug auf die Venus käme, würde seine Haut sich vor Hitze kräuseln. Er würde braten wie ein Truthahn im Ofen. Diese gnadenlose Hitze wird durch den sogenannten Treibhauseffekt erzeugt. Der gleiche Vorgang, der das Erdklima ausglich und Leben ermöglichte. Aber ein Blick auf die Venus zeigt, dass dieses Prinzip nicht nur Leben erzeugen, sondern auch Leben zerstören kann. Als Wissenschaftler zum ersten Mal bemerkten, dass die Temperatur auf der Erde dauerhaft anstieg, fanden sie die mögliche Erklärung auf der Venus. Die globale Erwärmung ist das Ergebnis von Treibhausgasen, die immer weiter zunehmen. Deswegen wird es auf der Erde immer wärmer. Und als wir uns die Venus anschauten, sagten wir, aha, hier passiert das also schon. Mit der Mission der Raumsonde Magellan in den 1990er Jahren begann die Beobachtung der Venus, um abschätzen zu können, wie sich die Erderwärmung entwickeln könnte. Die Weltraumforschung hat uns viele Informationen über die Erde und unsere Umwelt geliefert. Und der Treibhauseffekt, der jetzt in aller Munde ist, wurde auf der Venus entdeckt. Was man über die Venus herausfand, warf ein neues Licht auf das empfindliche Gleichgewicht des Klimas auf der Erde. Die Venus war nicht immer so heiß. Wir vermuten, dass sie am Anfang ihrer Entwicklung eine erdähnliche Oberfläche hatte und dass sie ihre Ozeane aufgrund eines sogenannten Runaway-Treibhauseffekts verlor. Die Venus ist ein Beispiel dafür, dass auf einem Planeten tatsächlich ein Worst-Case-Szenario eintreten kann. Wir müssen nicht gleich zur Venus werden, um in Gefahr zu geraten. Ein bisschen in die Richtung reicht schon. Und leider bewegen wir uns dahin. Durch die Beschäftigung mit der Venus können wir unsere Klimamodelle überprüfen. Mittels computergestützter Modelle konnten Wissenschaftler anhand der Treibhausgase auf der Venus den Temperaturanstieg auf der Erde abschätzen. Wie funktioniert also der Treibhauseffekt auf der Venus, der den Planeten so heiß werden ließ? Das ist Biosphäre 2. Sie liegt am Fuß der Santa Catalina Mountains in Arizona und wurde von einer Forschergruppe gebaut, um die mögliche Kolonisierung anderer Planeten zu erforschen. Es ist das größte Treibhaus der Welt. Biosphäre 2 ist das perfekte Treibhaus. Es ist ein großes Gebäude mit Glasscheiben und die Sonnenstrahlen heizen es auf. Die Sonnenstrahlen, die durch die Glasscheiben kommen, bewirken drinnen einen Temperaturanstieg. Die Luft erwärmt sich, kann aber wegen der Scheiben nicht nach oben entweichen. Die Glasscheiben halten die Wärme zurück. Das Gebäude wird erwärmt und die Pflanzen mit einem angemessenen Klima versorgt. Auf der Venus halten die Treibhausgase die Hitze nicht zurück, aber sie verlangsamen das Entweichen nach oben. Der Treibhauseffekt besteht darin, dass die Oberfläche sich immer mehr erwärmt, weil Gase in der Atmosphäre das Sonnenlicht zwar herein, die Wärme aber nicht mehr hinauslassen. Die gleichen Treibhausgase, die uns auf der Venus so große Probleme bereiten würden, sind für das Leben auf der Erde unerlässlich. Ohne diesen Effekt liegen die Temperaturen weit unter dem Gefrierpunkt. Die Ozeane wären zugefroren und Leben könnte auf der Erde kaum existieren. Warum ist es auf der Venus so heiß? Das hat etwas mit der Zusammensetzung der Atmosphäre zu tun. Sie besteht dort fast vollständig aus Kohlendioxid. Kohlendioxid oder CO2 macht 95% der Atmosphäre der Venus aus. Durch diesen hohen Anteil wird mehr Wärme zurückgehalten als auf der Erde. Das bewirkt einen starken Treibhauseffekt und deswegen ist die Oberfläche der Venus so heiß. Ein Extrembeispiel für globale Erwärmung.
Auf der Venus sind Vulkane die natürlichen Quellen von CO2 und anderen Gasen. Diesen Prozess erforscht der Atmosphärenchemiker Jeff Sutton an dem Vulkan Kilauea auf Hawaii. Wenn der Vulkan aktiv ist, binden sich tief unter der Oberfläche Moleküle und bilden CO2. Das Gas entsteht durch den Druck, den die Hitze des geschmolzenen Gesteins, der Magma, erzeugt. Das Gas steigt und erreicht den oberen Teil der Magmakammer. Die Schicht, die das Magma einschließt, ist hier schwächer und die unter hohem Druck eingeschlossenen Gase können entweichen. Ähnlich diesen Öffnungen hat die Venusoberfläche wahrscheinlich Risse in der Lava, durch die Gase in die Luft austreten. Zwischen 8.000 und 30.000 Tonnen Kohlendioxid treten täglich aus der Magmakammer aus, also etwa 3,5 bis 5 Millionen Tonnen pro Jahr. Und das bei nur diesem einen Vulkan auf der Erde. Auf der Venus existieren mehr aktive Vulkane, das bedeutet wesentlich mehr austretende Gase. Das ganze CO2 gelangt in die Atmosphäre der Venus und lässt sie immer heißer werden. Aber es ist nicht nur die Temperatur von 470 Grad Celsius, die den Zwilling der Erde so bedrohlich erscheinen lässt. Etwa 50 Kilometer über der sengend heißen Oberfläche der Venus gibt es eine verheerende Erscheinung, die die 470 Grad Celsius der Oberfläche wie eine Kaltfront erscheinen lässt. Ein elektrisches Chaos, in dem Stromstöße sich in Sekundenbruchteilen auf bis zu 28.000 Grad Celsius erhitzen. Jeder Lichtblitz hat 100 Millionen Volt. Blitze entstehen sowohl auf der Erde als auch auf der Venus, wenn elektrische Ladung so viel Energie angesammelt hat, dass es zur Entladung kommt. Miers Oppenheim lehrt an der Boston University Planetenphysik. Forscher wie er setzen ihre Erkenntnisse im Naturkundemuseum von Boston um. In dieser Anlage zur Erzeugung von Blitzen erheben sich etwa 9 Meter hohe Kuppeln, um die Entstehung von Blitzen auf der Venus zu simulieren. Und jetzt geht's los. Schauen Sie, wir erzeugen in dieser Kuppel so viele Millionen Volt, dass die Spannung sich entladen muss. Und es reißt dabei Moleküle in der Luft auseinander. Die Luft in den Kuppeln, wie in den Wolken der Venus, sorgt für die entsprechende elektrische Verteilung winziger Molekülfetzen. Die zerrissenen Moleküle erzeugen das Licht, wenn sie sich wieder zusammenfügen. Und das ist dann der Blitzschlag. Kosmische Partikel, die von explodierenden Sternen stammen, lösen Blitze aus. Wenn die Partikel auf die Atmosphäre treffen, kommt es zur sichtbaren Entladung. Es handelt sich um Teilchen, die von irgendwo aus dem All kommen, auf die Atmosphäre treffen und einen Schauer geladener Partikel erzeugen. Auf der Venus haben wir sehr ausgedehnte Blitze. Sie enthalten ungeheure Energiemengen und reichen kilometerweit. Auf der Erdoberfläche gibt es durchschnittlich 1,3 Milliarden Blitzeinschläge pro Jahr. Auf der Venus erreicht kein einziger Blitz den Boden. Der Luftdruck auf der Venus ist 90 Mal höher als auf der Erde, weil das Gewicht der Gase größer ist. Deswegen reichen die Blitze auf der Venus nicht bis zum Boden. Sie verlaufen zwischen den Wolken. Der Widerstand in einer dichten Lufthülle ist zu groß, um einen Blitzschlag durchzulassen. Die Entladung von Wolke zu Wolke ist viel einfacher. Von der äußeren Erscheinung abgesehen, haben die Wolken der Venus wenig mit denen auf der Erde gemein. Denn ihr Hauptbestandteil ist so giftig, dass er sich durch menschliches Fleisch fressen könnte.
Von der Erde aus kann man die Venus oft am Morgen- oder Abendhimmel wie einen Stern funkeln sehen. Sie ist bestimmt kein Mauerblümchen. Sie ist sehr hell, nicht nur, weil sie der nächste Planet der Erde ist, sondern weil sie vollständig von einer Wolkenhülle umgeben ist, die das Licht stark reflektiert. Prozent des Sonnenlichts werden von der Wolkenhülle zurückgeworfen. Und diese Wolkenhülle der Venus, unseres sogenannten Zwillingsplaneten, hat eine teuflische Zusammensetzung. Wir wissen, dass die Wolken der Venus aus Schwefelsäure bestehen, im Grunde wie bei Autobatterien. Und diese Schwefelsäure entsteht aus dem Schwefeldioxid, das aus den Vulkanen an die Oberfläche strömt. Wie den Treibhausverursacher Kohlendioxid presst der Gasdruck das Schwefeldioxid durch Vulkanspalten ins Freie. Es ist das gleiche Gas, das der Chemiker Jeff Sutton an dem Kilauea-Vulkan auf Hawaii beobachtet. Schwefeldioxid ist ein gefährliches Giftgas und wir müssen Gasmasken tragen, um Lungen und Atemwege zu schützen. Schwefeldioxid würde sich mit der Feuchtigkeit in Nase und Rachen verbinden und Schwefelsäure bilden. Schwefelsäure ist ein ekliges Zeug. Man ist bemüht, nicht mit Batteriesäure in Berührung zu kommen. Genauso sollte man seine Hand nicht in eine Venuswolke halten, denn grundsätzlich ist es der gleiche Stoff. Wenn ein Venusreisender die Säurewolken, die Blitzeinschläge, die giftige Luft und die Hitze überleben würde, was für eine Planetenoberfläche bekäme er dann zu sehen? Der Vulkanologe Jeffrey Burns vom Geologischen Dienst der Vereinigten Staaten bereist den Globus, um zu verstehen, was die Vulkantätigkeit auf den inneren Planeten antreibt. Wenn der Wissenschaftler sich die Oberfläche der Venus vorstellt, denkt er an das dunkle, unheimliche Ödland der Lavafelder des Kilauea auf Hawaii. Es ist sehr lehrreich, diesen Vulkan hier zu studieren und ihn mit dem Vulkanismus der Venusoberfläche zu vergleichen. Wir können Proben nehmen und sie eingehend untersuchen. Geologen vermuten, dass die Zahl der Vulkane auf der Venus die etwa 1500 auf der Erde bei weitem übersteigt. Die Schätzungen reichen von 100.000 bis zu über einer Million Vulkane auf der Venus. Wegen der vielen Vulkane macht das Lavagestein 70% der Venusoberfläche aus, ähnlich wie bei dem Gebiet des Kilauea. Wenn die Lava abkühlt, wird der Boden fest. Das Felsgestein auf der Erde ist das beste Vergleichsmaterial, um das Gestein anderer Planeten zu verstehen. Unser Basaltgestein ist dem Gestein der Venusoberfläche am ähnlichsten. Basalt ist die am meisten verbreitete Art von Lavagestein, das auf der Venus und im ganzen inneren Planetensystem zu finden ist. Die Mineralien werden beim Abkühlen zu einer glasartigen, kristallinen Masse. Ein enormer Gegensatz zur flüssigen Lava, die aus dem Vulkan strömt. Wenn die Lava ausströmt, ist sie rotglühend. Dann bildet sich schnell ein silbriger Film darauf und nach mehreren Wochen wird sie schwarz. Wie die Lava, die wir hier sehen. Mit einer Höhe von etwa 8000 Metern ist der Mount Mons der größte Vulkan auf der Venus. Durch seine Tätigkeit hat er einige riesige Lavakanäle geschaffen, genau wie der Kilauea. Now, as you can see, hier können wir Dämme auf den Seiten sehen und Vertiefungen. Auf ähnliche Weise wie hier sind wahrscheinlich die Kanäle auf der Oberfläche der Venus entstanden, nur in viel größerem Maßstab. Groß genug, um scheinbar endlose Kanäle durch die Venuslandschaft zu ziehen. Sie stimmen in Breite und Tiefe mit denen auf Hawaii überein, sind aber aufgrund der äußeren Gegebenheiten auf der Venus viel länger.
Die dichte Atmosphäre und die hohe Temperatur verlangsamen den Abkühlungsprozess der Lava. Da es kaum Wind und keinen Regen gibt, die zur Abkühlung beitragen, kann sie sich nach einem Ausbruch noch monatelang über die Oberfläche ausbreiten, bevor sie hart wird. Auf der Venus würde man Schicht auf Schicht von vulkanischem Gestein erwarten, das ziemlich schwarz und basaltartig ist. Man würde nur wenige Farbflecke sehen, möglicherweise von oxidiertem Eisen, also rot. Normalerweise ist basaltartiges Gestein so glasähnlich, dass man sich daran schneiden kann. Das kommt durch das sehr schnelle Abkühlen. Und dann der Himmel. Eine schwere Wolkendecke hält den Großteil des Sonnenlichts von der Oberfläche fern. Es dürfte während des Tages viel dunkler auf der Venus sein als bei uns auf der Erde, weil das Licht stark gestreut wird. Das Licht wird ziemlich gleichmäßig über die Oberfläche verteilt. Hinzu kommt die Zusammensetzung der Atmosphäre, die allem einen orangefarbenen Anstrich gibt. Neben tief eingeschnittenen Schluchten gibt es zerklüftete Bergketten, die in den Venushimmel ragen. Die höchste Erhebung ist in den Maxwell Montes. Der Maxwell ist etwa 11.000 Meter hoch, was ihn weit über den Mount Everest und jeden anderen Berg der Erde erhebt. Der Mount Everest ist 8.850 Meter hoch. Der Maxwell ist also größer als alles auf der Erde. Unser Schwesterplanet übertrifft eines unserer sieben Naturwunder. Aber wie sieht es bei anderen geologischen Erscheinungen aus? Zum Beispiel den Canyons. Der Grand Canyon ist eine tiefe Schlucht, die der Colorado River im Laufe von 250 Millionen Jahren aus den Felsen gewaschen hat. Als das Colorado Plateau vor Millionen Jahren nach oben gedrückt wurde, bekam dadurch das Wasser mehr Energie, sich durch den Canyon zu fressen und den Felsen auszuwaschen. Die großen Canyons auf der Venus können ebenso durch Erosion entstanden sein, aber nicht mit Hilfe eines Flusses. Vulkanische Systeme können mit dünnflüssigen Strömen Canyons aus dem Gestein waschen. Wenn sie nicht zu zähflüssig sind, haben sie dieselbe Wirkung wie Wasser. Der Grand Canyon ist nur ein kleiner Teil des Flusssystems des Colorado River. Aber selbst wenn wir das ganze System betrachten, ist es nicht annähernd so lang wie die längsten Kanäle auf der Venus. Hätten die alten Römer von den Vulkanen, Säurewolken, Blitzeinschlägen, der giftigen Luft und der sengenden Hitze gewusst, hätten sie unseren lebensfeindlichen Zwillingsplaneten vielleicht nicht nach ihrer Göttin der Liebe benannt. Es liegt eine gewisse Ironie in dieser Namensgebung, denn die Römer kannten die Verhältnisse auf der Venus nicht, während wir ein paar tausend Jahre später diesen Ort erforschen und ihn so gar nicht nach unserem Geschmack finden. Aber wie erscheinen die Gefahren, die wir auf unserem Schwesterplaneten erforschen, im Vergleich zu den kosmischen Gewalten, die wir auf dem Merkur entdecken? Millionen Kilometer von der Erde entfernt erstrecken sich Merkurs staubbedeckte Hügel und leere Ebenen, soweit das Auge reicht. Der Merkur ist ein farbloser Himmelskörper, ganz anders als der rote Mars, die Erde oder gar die Venus. Robert Strom vom Lunar and Planetary Laboratory der University of Arizona ist seit über 35 Jahren der Experte für Planetengeologie. Der Merkur ist der Sonne am nächsten und unterscheidet sich von allen anderen Himmelskörpern unseres Sonnensystems.
Mit einem Abstand von 58 Millionen Kilometern ist der Merkur der Sonne am nächsten. Er hat keine bekannten Monde und auch keine Atmosphäre. Und er ist bekannt als Planet, den man in der Dämmerung mit bloßem Auge sehen kann. Mit einem um 60% kleineren Durchmesser als die Erde ist der Merkur der Zwerg unter den Planeten unseres Sonnensystems. Zu klein, um eine Schwerkraft zu erzeugen, die nötig wäre, eine Atmosphäre festzuhalten. Die Schwerkraft hängt von der Masse des jeweiligen Objekts ab. Je größer die Masse ist, desto stärker die Schwerkraft. Deswegen ist die Schwerkraft des Merkur geringer. Die geringe Schwerkraft des Planeten hat Folgen. Wer auf der Erde 70 Kilo wiegt, würde auf dem Merkur nur 26 Kilo wiegen. Die Größe eines Planeten spielt dann eine Rolle, wenn es um die innere Wärme geht, die für geologische Aktivität nötig ist. Die innere Wärmeleitung, die geologische Vorgänge antreibt, hört auf, friert sozusagen ein und es gibt keine Möglichkeit, geologische Aktivität aufrechtzuerhalten. Und genau das widerfuhr Merkur wahrscheinlich vor weniger als einer Milliarde Jahren nach seiner Entstehung. Die Zeit, als das Herz des Planeten noch schlug und Vulkanismus und Beben verursachte, sind lange vorbei. Ist Merkur ein toter Planet? Das hängt davon ab, was man unter tot versteht. Ist er im Inneren noch aktiv? Wahrscheinlich nicht. Wahrscheinlich ist er in keiner Hinsicht aktiv. Er ist ein toter Planet und das seit etwa 4 Milliarden Jahren. Für einen leblosen Planeten ist er dennoch ziemlich aktiv. Die Römer nannten Merkur nach ihrem flinken Götterboten. Und in der Tat ist Merkur der schnellste Planet, denn er umrundet die Sonne in 88 Erdentagen. Aber wenn es um die Zeit geht, die er braucht, sich um die eigene Achse zu drehen, hält er den Rekord für Langsamkeit. Er braucht dafür 176 Erdentage, knapp ein halbes Jahr. Die Anziehungskraft der Sonne erzeugt eine Reibung, die die Rotationsgeschwindigkeit des Merkur verlangsamt. Das Ergebnis? Ein Merkurjahr ist kürzer als ein Merkurtag. Und diese langsame Bewegung erzeugt auf Merkur ein eigentümliches Wetter. 6 Monate lang ist es auf der sonnenzugewandten Seite etwa 430 Grad Celsius heiß. Auf der anderen Seite fällt die Temperatur auf 184 Grad Celsius unter Null. Es bleibt also viel Zeit, um die eine Seite aufzuheizen und die andere abzukühlen. Das sind extreme Temperaturschwankungen. Trotz seiner Nähe zur Sonne ist der Merkur so etwas wie das schwarze Schaf der Planetenfamilie. Sein Himmel erscheint immer wie eine klare Sternennacht. Der Himmel auf Merkur erscheint schwarz. Es liegt an unserer Lufthülle, dass wir auf der Erde einen blauen Himmel haben. Stickstoff streut Licht, vorzugsweise im Blaubereich, und deswegen sieht unser Himmel blau aus. Da Merkur keine Lufthülle hat, ist der Himmel dort schwarz. Eine Sage berichtet, dass der römische Gott Merkur das Boxen erfunden hätte. Auch der nach ihm benannte Planet hat den Löwenanteil an kosmischen Schlägen einstecken müssen. Der Merkur hat Millionen Einschläge von Meteoriten und Asteroiden erdulden müssen, weil er keine schützende Atmosphäre hat. Wie ein physikalisches Kraftfeld schützt die Atmosphäre die Erde vor den meisten Einschlägen. Wenn ein kleineres Objekt mit mehr als der 10-fachen Geschwindigkeit einer Gewehrkugel auf die Lufthülle auftrifft, verdampft es durch die Reibung mit den Luftmolekülen. Durch diese wunderbare Sache, die wir Atmosphäre nennen, wird die Erde vor dem Einschlag kleinerer Objekte geschützt.
Diese werden vollständig aufgerieben, bevor sie auf der Oberfläche auftreffen. Da Merkur keine Lufthülle hat, schlagen Asteroiden und Meteoriten ungebremst zum kraterreichsten Planeten des Sonnensystems. Man kann auf dem Merkur keinen Schritt gehen, ohne auf einen Krater zu stoßen. 1974 hat die Raumsonde Mariner 10 knapp die Hälfte der Planetenoberfläche kartiert, darunter auch den größten Krater, der je im Sonnensystem gefunden wurde. Die größte Attraktion, die Mariner 10 ans Licht förderte, war das sogenannte Calorisbecken, ein sehr großer Einschlagskrater von etwa 1300 Kilometern Durchmesser. 1300 Kilometer. Das ist ein paar hundert Kilometer breiter als der Staat Texas. Forscher vermuten, dass der Eisenmeteorit, der diesen Einschlag verursachte, fast 100 Kilometer lang war. Kurz nach dem Aufschlag trafen seismische Wellen auf dem Antipodenpunkt der genau gegenüberliegenden Seite des Planeten zusammen. Die seismischen Wellen, die Schockwellen, die dieses Ding erzeugte, trafen auf der anderen Seite des Planeten zusammen und rüttelten an der Oberfläche. Die seismischen Turbulenzen brachen die Kruste des Planeten auf und erzeugten ungewöhnliche Felsformationen. Überall ist unwirkliches Gelände. Genau das ist der Fachausdruck, unwirkliches Gelände. Und es ist in der Tat unwirklich. Es ist völlig unregelmäßig, hügelig und widerspricht fast allen sonstigen geologischen Vorgängen. Es sieht aus, als hätte ein Riese die Oberfläche mit der Schaufel hochgehoben und dann fallen gelassen. Bereits bestehende Krater wurden plötzlich zu Hügeln, etwa 10 Kilometer breit und 1,5 Kilometer hoch. In der Tat könnte die Oberfläche innerhalb von ein paar Minuten oder Sekunden um 1 oder 2 Kilometer angehoben worden sein. Eine entsetzliche Vorstellung. Die Wissenschaft weiß nicht genau, wann der Einschlag im Calorisbecken stattfand. Aber eins ist sicher. Wenn ein Asteroid dieser Größe auf der Erde einschlagen würde, käme es zur Katastrophe. Und die menschliche Zivilisation wäre ausgelöscht. Die zahllosen Einschläge von Asteroiden und Meteoriten haben aus Merkur einen narbenübersäten Planeten mit unzähligen Kratern und Beulen gemacht. Damit vermittelt er den Eindruck eines kosmischen Leichnams. Auch die Oberfläche der Erde kann wie die des Merkur von kosmischen Einschlägen in Mitleidenschaft gezogen werden. Der Meteoritenkrater in Arizona ist einer der besterhaltenen und merkurähnlichsten Krater der Erde. Durch dieses Wüstenbecken haben Geologen ein besseres Verständnis davon bekommen, was passiert, wenn ein Meteorit auf die Merkuroberfläche auftrifft. Bei einem Einschlag breitet sich die Energie der Schockwellen an der Oberfläche aus, schleudert Tonnen von Gestein nach oben und bildet so den Krater. Diese schalenförmige Höhlung wurde ausgehoben und die Gesteinstrümmer verteilten sich im Umkreis von Kilometern. Die gleiche Energie türmte den Kraterrand auf und bewirkte, dass diese flachen Gesteinsschichten aufgefaltet wurden. Unter dem Einfluss des Schocks wurde das Gestein nicht brüchig, wie es üblich wäre, sondern verhielt sich eher wie ein weiches Sahnebonbon. Das ist eines der unverwechselbaren Kennzeichen von Einschlagskratern. Nicht nur hier, sondern im ganzen Sonnensystem. Stellen wir uns vor, das riesige Objekt, das das Calorisbecken auf dem Merkur schuf, würde hier auf dem Gebiet des Arizona-Kraters einschlagen. Es gäbe eine riesige Explosion. Brocken von geschmolzenem Gestein würden in die Erdumlaufbahn geschleudert. Sie würden dann wieder in die Atmosphäre eintreten und riesige Meteorschauer überall verursachen. Im Umkreis von etwa 12.000 Kilometern würden die Schockwellen den Boden aufreißen und Tsunamiwellen von 600 Metern Höhe erzeugen. Schwere Tsunamis würden sich um den Erdball ausbreiten und Küstenregionen überschwemmen.
Die Schockwellen würden Las Vegas einebnen. Städte wie Salt Lake City, San Francisco und Los Angeles würden in einem Sekundenbruchteil vom Erdboden verschwinden. Die Schockwellen würden sich auf der Erde ausbreiten, bis zu Tausende von Kilometern vom Einschlagsort entfernt. Diese seismischen Wellen würden an dem Punkt des Globus zusammenlaufen, der dem Ort des Einschlags genau gegenüberliegt. Auf dem Meeresboden des Indischen Ozeans vor der ostafrikanischen Küste bei Madagaskar. Explosionsartig würde sich eine Bergkette aus dem Meeresboden erheben und eine unwirkliche Landschaft wie auf dem Merkur bilden. Wie ein unvorstellbares Erdbeben würde der Einschlag die ganze Erde erschüttern. Ein Meteoritenkrater wäre ein Kratzer an der Oberfläche, verglichen mit dem Einschlagskrater des Calorisbeckens. Er würde ein riesiges Stück aus der Fläche Nordamerikas reißen. Ein Objekt dieser Größe würde einen Großteil der Westküste der USA vernichten, wenn es auf Arizona fiele. Es würde in einem Sekundenbruchteil die Küstenlinie vollkommen verändern. Zurück zum Merkur. Seine Krater geben ihm einen Sonderstatus im Sonnensystem und einige dieser Pockennarben bergen Geheimnisse. Als das Radar des Arecibo-Observatoriums in Puerto Rico auf Merkurs Pole gerichtet wurde, erfasste es etwas, das die Forscher verblüffte. Ausgerechnet Eis. Einer der heißesten Körper im Sonnensystem hat Eis an den Polen. Da der Merkur so eine extreme Oberflächenstruktur hat, liegt das Innerste der Krater in der Polarregion ständig im Schatten. Der Merkur steht vertikal zu seiner Umlaufbahn. Dadurch dringen weder Licht noch Wärme der Sonne auf den Boden mancher Krater vor. Aber da es keine Wasserquelle auf dem Planeten gibt, stellt sich die Frage, wie kam das Eis dorthin? Wissenschaftler vermuten, dass das geheimnisvolle Eis von einem Kometen stammen könnte. Kometen bestehen aus Gestein, Staub, Gas und Eis. Sie kommen aus den äußeren Bereichen des Sonnensystems, wo die Temperaturen sehr niedrig sind. Ob dieses Eis sich auf dem Boden von schattigen Kratern befindet oder ob das Eis von einer Staubschicht vor dem Sonnenlicht geschützt wird, wir wissen es nicht. Außer dem Einschlagskrater gibt es auf dem Merkur noch einen anderen Kratertyp, der nicht durch Einschläge von oben entstand. Eine Naturgewalt aus dem tiefsten Inneren des Planeten hat, wie auf der Erde, diese Löcher erzeugt. Bei einem näheren Blick auf den Merkur haben Wissenschaftler festgestellt, dass einige seiner Krater doch andere Kräfte als Einschläge von Asteroiden, Kometen und Meteoriten verursacht sein müssen. Wie wir wissen, ist der vorherrschende geologische Vorgang auf dem Merkur die Kraterbildung durch Einschläge. Der zweite wichtige geologische Vorgang ist der Vulkanismus. Obwohl wir keinen wirklichen Beweis für Vulkane auf dem Merkur haben, gehen wir doch davon aus, dass es in der Vergangenheit Vulkanausbrüche gegeben hat. Diese abgelegene Viehweide, 3 Autostunden nördlich von Phoenix, könnte einen Hinweis auf die vulkanische Vergangenheit des Merkur liefern. Diese kraterförmigen Hügel sind die von Schlacken gebildeten Kegel erloschener Vulkane. Geologen vermuten, dass ähnliche auf dem Merkur zu finden sind. Das ist ein Schlackenkegel. Hinter mir sehen Sie den typischen großen Krater in der Mitte. Diese Vulkane unterscheiden sich von den Schlackenkegeln des Merkur. Da Merkur eine geringere Schwerkraft hat, müssten die Kegel breiter und flacher sein.
Vulkane brechen aus, wenn der Druck des Magmas größer ist als die Stärke der Gesteinsschicht darüber. Aus zwei Gründen steigt der Druck an: wenn es zu viel Magma oder zu viel Gas gibt. Und wenn der Druck in einem Vulkan zunimmt, kann er nur an einer Stelle entweichen. Lava steigt an die Oberfläche und entweicht explosionsartig. Dann haben Sie hier den Schlot und die sogenannte Feuersäule. Wenn der Druck groß genug ist, kann seine Kraft die Lava mehr als 30 Meter hochschleudern. Zumindest auf der Erde. Bei der geringen Schwerkraft auf dem Merkur kann die Lava dort 30 Stockwerke hochsteigen. Während diese Schlackenkegel in Arizona unser gemeinsames vulkanisches Erbe mit dem Merkur darstellen, wäre es etwas ganz anderes, einen Ausbruch und die Bildung eines Kegels unmittelbar zu beobachten. Da der Merkur keine Atmosphäre hat, würden keine Schwaden von Asche, Rauch und kleinen Trümmern über die Oberfläche ziehen. Das Material würde in den luftleeren Weltraum entweichen, weil der Merkur keine Atmosphäre hat. Das Material würde einfach verschwinden. Auf dem Merkur könnte man auch das Geräusch des Ausbruchs nicht hören. Da der Merkur keine Atmosphäre hat, kann auch der Schall nicht weitergeleitet werden. Wenn Sie auf dem Merkur ein Musikinstrument spielen würden, könnten Sie nichts davon hören, denn es gibt keine Lufthülle, die die Geräusche leiten könnte. Es ist dort also absolut still. Im Jahre 1974 erfasste Mariner 10 auf seinem Vorbeiflug nur 45% der Merkuroberfläche. 30 Jahre später brachte die NASA die Raumsonde Messenger auf den Weg. Die Sonde wird den ganzen Planeten kartografieren und die Daten an die begierig wartenden Wissenschaftler senden. Ich möchte endlich die andere Seite sehen. Ich weiß nicht, wie sie aussieht, und das hat mich 35 Jahre lang umgetrieben. Ist sie so wie die Seite, die wir sehen? Oder ist sie ganz anders? Aber selbst mit den Mitteln, die für die weitere Erforschung dieses narbigen Zwergs des Sonnensystems zur Verfügung stehen, kann die Frage, wie verschieden oder ähnlich Erde und Merkur sind, vielleicht nicht beantwortet werden. Wir brauchen gar nicht auf die extremen Umweltbedingungen auf Merkur und Venus zu schauen. Schon ein Blick vor unsere eigene Haustüre zeigt die guten, aber auch die weniger guten Seiten der inneren Planeten. Das Universum ist riesig und wir sitzen hier auf diesem kleinen Stecknadelkopf. Aber wir sind nicht allein. Wir sehen, was auf den anderen Planeten passiert. Ungeheuer traumatische Veränderungen in der Vergangenheit, die sich in sehr kurzer Zeit abspielten. Und Gleiches kann auch auf der Erde passieren. Unser Wissen, wer wir sind, wie einzigartig unsere Umweltbedingungen und wir als Geschöpfe im Universum sein mögen, wird größer. Die Evolution, die Forschung, das über den eigenen Tellerrand schauen, das alles ist sehr verheißungsvoll. Auszuwaschen. Die großen Canyons auf der Venus können ebenso durch Erosion entstanden sein, aber nicht mit Hilfe eines Flusses. Vulkanische Systeme können mit dünnflüssigen Strömen Canyons aus dem Gestein waschen. Wenn sie nicht zu zähflüssig sind, haben sie dieselbe Wirkung wie Wasser. Der Grand Canyon ist nur ein kleiner Teil des Flusssystems des Colorado River. Aber selbst wenn wir das ganze System betrachten, ist es nicht annähernd so lang wie die längsten Kanäle auf der Venus. Hätten die alten Römer von den Vulkanen, Säurewolken, Blitzeinschlägen, der giftigen Luft und der sengenden Hitze gewusst? Hätten sie unseren lebensfeindlichen Zwillingsplaneten vielleicht nicht nach ihrer Göttin der Liebe benannt?
Es liegt eine gewisse Ironie in dieser Namensgebung, denn die Römer kannten die Verhältnisse auf der Venus nicht, während wir ein paar tausend Jahre später diesen Ort erforschen und ihn so gar nicht nach unserem Geschmack finden. Aber wie erscheinen die Gefahren, die wir auf unserem Schwesterplaneten erforschen, im Vergleich zu den kosmischen Gewalten, die wir auf dem Merkur entdecken? Millionen Kilometer von der Erde entfernt erstrecken sich Merkurs staubbedeckte Hügel und leere Ebenen, soweit das Auge reicht. Der Merkur ist ein farbloser Himmelskörper, ganz anders als der rote Mars, die Erde oder gar die Venus. Robert Strom vom Lunar and Planetary Laboratory der University of Arizona ist seit über 35 Jahren der Experte für Planetengeologie. Der Merkur ist der Sonne am nächsten und unterscheidet sich von allen anderen Himmelskörpern unseres Sonnensystems. Mit einem Abstand von 58 Millionen Kilometern ist der Merkur der Sonne am nächsten. Er hat keine bekannten Monde und auch keine Atmosphäre. Und er ist bekannt als Planet, den man in der Dämmerung mit bloßem Auge sehen kann. Mit einem um 60% kleineren Durchmesser als die Erde ist der Merkur der Zwerg unter den Planeten unseres Sonnensystems. Zu klein, um eine Schwerkraft zu erzeugen, die nötig wäre, eine Atmosphäre festzuhalten. Die Schwerkraft hängt von der Masse des jeweiligen Objekts ab. Je größer die Masse ist, desto stärker die Schwerkraft. Deswegen ist die Schwerkraft des Merkur geringer. Die geringe Schwerkraft des Planeten hat Folgen. Wer auf der Erde 70 Kilo wiegt, würde auf dem Merkur nur 26 Kilo wiegen. Die Größe eines Planeten spielt dann eine Rolle, wenn es um die innere Wärme geht, die für geologische Aktivität nötig ist. Die innere Wärmeleitung, die geologische Vorgänge antreibt, hört auf, friert sozusagen ein und es gibt keine Möglichkeit, geologische Aktivität aufrechtzuerhalten. Und genau das widerfuhr Merkur wahrscheinlich vor weniger als einer Milliarde Jahren nach seiner Entstehung. Die Zeit, als das Herz des Planeten noch schlug und Vulkanismus und Beben verursachte, sind lange vorbei. Ist Merkur ein toter Planet? Das hängt davon ab, was man unter tot versteht. Ist er im Inneren noch aktiv? Wahrscheinlich nicht. Wahrscheinlich ist er in keiner Hinsicht aktiv. Er ist ein toter Planet und das seit etwa 4 Milliarden Jahren. Für einen leblosen Planeten ist er dennoch ziemlich aktiv. Die Römer nannten Merkur nach ihrem flinken Götterboten. Und in der Tat ist Merkur der schnellste Planet, denn er umrundet die Sonne in 88 Erdentagen. Aber wenn es um die Zeit geht, die er braucht, sich um die eigene Achse zu drehen, hält er den Rekord für Langsamkeit. Er braucht dafür 176 Erdentage, knapp ein halbes Jahr. Die Anziehungskraft der Sonne erzeugt eine Reibung, die die Rotationsgeschwindigkeit des Merkur verlangsamt. Das Ergebnis? Ein Merkurjahr ist kürzer als ein Merkurtag. Und diese langsame Bewegung erzeugt auf Merkur ein eigentümliches Wetter. 6 Monate lang ist es auf der sonnenzugewandten Seite etwa 430 Grad Celsius heiß. Auf der anderen Seite fällt die Temperatur auf 184 Grad Celsius unter Null. Es bleibt also viel Zeit, um die eine Seite aufzuheizen und die andere abzukühlen. Das sind extreme Temperaturschwankungen. Diese gnadenlose Hitze wird durch den sogenannten Treibhauseffekt erzeugt. Der gleiche Vorgang, der das Erdklima ausglich und Leben ermöglichte.
Aber ein Blick auf die Venus zeigt, dass dieses Prinzip nicht nur Leben erzeugen, sondern auch Leben zerstören kann. Als Wissenschaftler zum ersten Mal bemerkten, dass die Temperatur auf der Erde dauerhaft anstieg, fanden sie die mögliche Erklärung auf der Venus. Die globale Erwärmung ist das Ergebnis von Treibhausgasen, die immer weiter zunehmen. Deswegen wird es auf der Erde immer wärmer. Und als wir uns die Venus anschauten, sagten wir, aha, hier passiert das also schon. Mit der Mission der Raumsonde Magellan in den 1990er Jahren begann die Beobachtung der Venus, um abschätzen zu können, wie sich die Erderwärmung entwickeln könnte. Die Weltraumforschung hat uns viele Informationen über die Erde und unsere Umwelt geliefert. Und der Treibhauseffekt, der jetzt in aller Munde ist, wurde auf der Venus entdeckt. Was man über die Venus herausfand, warf ein neues Licht auf das empfindliche Gleichgewicht des Klimas auf der Erde. Die Venus war nicht immer so heiß. Wir vermuten, dass sie am Anfang ihrer Entwicklung eine erdähnliche Oberfläche hatte und dass sie ihre Ozeane aufgrund eines sogenannten Runaway-Treibhauseffekts verlor. Die Venus ist ein Beispiel dafür, dass auf einem Planeten tatsächlich ein Worst-Case-Szenario eintreten kann. Wir müssen nicht gleich zur Venus werden, um in Gefahr zu geraten. Ein bisschen in die Richtung reicht schon und leider bewegen wir uns dahin. Durch die Beschäftigung mit der Venus können wir unsere Klimamodelle überprüfen. Mittels computergestützter Modelle konnten Wissenschaftler anhand der Treibhausgase auf der Venus den Temperaturanstieg auf der Erde abschätzen. Wie funktioniert also der Treibhauseffekt auf der Venus, der den Planeten so heiß werden ließ? Das ist Biosphäre 2. Sie liegt am Fuß der Santa Catalina Mountains in Arizona und wurde von einer Forschergruppe gebaut, um die mögliche Kolonisierung anderer Planeten zu erforschen. Es ist das größte Treibhaus der Welt. Biosphäre 2 ist das perfekte Treibhaus. Es ist ein großes Gebäude mit Glasscheiben und die Sonnenstrahlen heizen es auf. Die Sonnenstrahlen, die durch die Glasscheiben kommen, bewirken drinnen einen Temperaturanstieg. Die Luft erwärmt sich, kann aber wegen der Scheiben nicht nach oben entweichen. Die Glasscheiben halten die Wärme zurück. Das Gebäude wird erwärmt und die Pflanzen mit einem angemessenen Klima versorgt. Auf der Venus halten die Treibhausgase die Hitze nicht zurück, aber sie verlangsamen das Entweichen nach oben. Der Treibhauseffekt besteht darin, dass die Oberfläche sich immer mehr erwärmt, weil Gase in der Atmosphäre das Sonnenlicht zwar herein, die Wärme aber nicht mehr hinauslassen. Die gleichen Treibhausgase, die uns auf der Venus so große Probleme bereiten würden, sind für das Leben auf der Erde unerlässlich. Ohne diesen Effekt liegen die Temperaturen weit unter den Gefrierpunkt. Die Ozeane wären zugefroren und Leben könnte auf der Erde kaum existieren. Warum ist es auf der Venus so heiß? Das hat etwas mit der Zusammensetzung der Atmosphäre zu tun. Sie besteht dort fast vollständig aus Kohlendioxid. Kohlendioxid oder CO2 macht 95% der Atmosphäre der Venus aus. Durch diesen hohen Anteil wird mehr Wärme zurückgehalten als auf der Erde. Das bewirkt einen starken Treibhauseffekt und deswegen ist die Oberfläche der Venus so heiß. Ein Extrembeispiel für globale Erwärmung. Auf der Venus sind Vulkane die natürlichen Quellen von CO2 und anderen Gasen. Diesen Prozess erforscht der Atmosphärenchemiker Jeff Sutton an dem Vulkan Kilauea auf Hawaii. Wenn der Vulkan aktiv ist, binden sich tief unter der Oberfläche Moleküle und bilden CO2. Das Gas entsteht durch den Druck, den die Hitze des geschmolzenen Gesteins, der Magma, erzeugt. Das Gas steigt und erreicht den oberen Teil der Magmakammer. Die Schicht, die das Magma einschließt, ist hier schwächer und die unter hohem Druck eingeschlossenen Gase können entweichen. Je
Ähnlich diesen Öffnungen hat die Venusoberfläche wahrscheinlich Risse in der Lava, durch die Gase in die Luft austreten. Zwischen 8.000 und 30.000 Tonnen Kohlendioxid treten täglich aus der Magmakammer aus, also etwa 3,5 bis 5 Millionen Tonnen pro Jahr. Und das bei nur diesem einen Vulkan auf der Erde. Auf der Venus existiert... Der Vulkanologe Jeffrey Burns vom Geologischen Dienst der Vereinigten Staaten bereist den Globus, um zu verstehen, was die Vulkantätigkeit auf den inneren Planeten antreibt. Wenn der Wissenschaftler sich die Oberfläche der Venus vorstellt, denkt er an das dunkle, unheimliche Ödland der Lavafelder des Kilauea auf Hawaii. Es ist sehr lehrreich, diesen Vulkan hier zu studieren und ihn mit dem Vulkanismus der Venusoberfläche zu vergleichen. Wir können Proben nehmen und sie eingehend untersuchen. Geologen vermuten, dass die Zahl der Vulkane auf der Venus die etwa 1500 auf der Erde bei weitem übersteigt. Die Schätzungen reichen von 100.000 bis zu über einer Million Vulkane auf der Venus. Wegen der vielen Vulkane macht das Lavagestein 70% der Venusoberfläche aus, ähnlich wie bei dem Gebiet des Kilauea. Wenn die Lava abkühlt, wird der Boden fest. Das Felsgestein auf der Erde ist das beste Vergleichsmaterial, um das Gestein anderer Planeten zu verstehen. Unser Basaltgestein ist dem Gestein der Venusoberfläche am ähnlichsten. Basalt ist die am meisten verbreitete Art von Lavagestein, das auf der Venus und im ganzen inneren Planetensystem zu finden ist. Die Mineralien werden beim Abkühlen zu einer glasartigen, kristallinen Masse. Ein enormer Gegensatz zur flüssigen Lava, die aus dem Vulkan strömt. Wenn die Lava ausströmt, ist sie rotglühend. Dann bildet sich schnell ein silbriger Film darauf und nach mehreren Wochen wird sie schwarz. Wie die Lava, die wir hier sehen. Mit einer Höhe von etwa 8000 Metern ist der Mount Mons der größte Vulkan auf der Venus. Durch seine Tätigkeit hat er einige riesige Lavakanäle geschaffen, genau wie der Kilauea. Now, as you can see, hier können wir Dämme auf den Seiten sehen und Vertiefungen. Auf ähnliche Weise wie hier sind wahrscheinlich die Kanäle auf der Oberfläche der Venus entstanden, nur in viel größerem Maßstab. Groß genug, um scheinbar endlose Kanäle durch die Venuslandschaft zu ziehen. Sie stimmen in Breite und Tiefe mit denen auf Hawaii überein, sind aber aufgrund der äußeren Gegebenheiten auf der Venus viel länger. Die dichte Atmosphäre und die hohe Temperatur verlangsamen den Abkühlungsprozess der Lava. Da es kaum Wind und keinen Regen gibt, die zur Abkühlung beitragen, kann sie sich nach einem Ausbruch noch monatelang über die Oberfläche ausbreiten, bevor sie hart wird. Auf der Venus würde man Schicht auf Schicht von vulkanischem Gestein erwarten, das ziemlich schwarz und basaltartig ist. Man würde nur wenige Farbflecke sehen, möglicherweise von oxidiertem Eisen, also rot. Normalerweise ist basaltartiges Gestein so glasähnlich, dass man sich daran schneiden kann. Das kommt durch das sehr schnelle Abkühlen. Und dann der Himmel. Eine schwere Wolkendecke hält den Großteil des Sonnenlichts von der Oberfläche fern. Es dürfte während des Tages viel dunkler auf der Venus sein als bei uns auf der Erde, weil das Licht stark gestreut wird. Scattered very efficiently, you tend to lose shadows.
Das Licht wird ziemlich gleichmäßig über die Oberfläche verteilt. Hinzu kommt die Zusammensetzung der Atmosphäre, die allem einen orangefarbenen Anstrich gibt. Neben tief eingeschnittenen Schluchten gibt es zerklüftete Bergketten, die in den Venushimmel ragen. Die höchste Erhebung ist in den Maxwell Montes. Der Maxwell ist etwa 11.000 Meter hoch, was ihn weit über den Mount Everest und jeden anderen Berg der Erde erhebt. Der Mount Everest ist 8.850 Meter hoch. Der Maxwell ist also größer als alles auf der Erde. Unser Schwesterplanet übertrifft eines unserer sieben Naturwunder. Aber wie sieht es bei anderen geologischen Erscheinungen aus? Zum Beispiel den Canyons. Der Grand Canyon ist eine tiefe Schlucht, die der Colorado River im Laufe von 250 Millionen Jahren aus den Felsen gewaschen hat. Als das Colorado Plateau vor Millionen Jahren nach oben gedrückt wurde, bekam dadurch das Wasser mehr Energie, sich durch den Canyon zu fressen und den Felsen. Existieren mehr aktive Vulkane, das bedeutet wesentlich mehr austretende Gase. Das ganze CO2 gelangt in die Atmosphäre der Venus und lässt sie immer heißer werden. Aber es ist nicht nur die Temperatur von 470 Grad Celsius, die den Zwilling der Erde so bedrohlich erscheinen lässt. Etwa 50 Kilometer über der sengend heißen Oberfläche der Venus gibt es eine verheerende Erscheinung, die die 470 Grad Celsius der Oberfläche wie eine Kaltfront erscheinen lässt. Ein elektrisches Chaos, in dem Stromstöße sich in Sekundenbruchteilen auf bis zu 28.000 Grad Celsius erhitzen. Jeder Lichtblitz hat 100 Millionen Volt. Blitze entstehen sowohl auf der Erde als auch auf der Venus, wenn elektrische Ladung so viel Energie angesammelt hat, dass es zur Entladung kommt. Miers Oppenheim lehrt an der Boston University Planetenphysik. Forscher wie er setzen ihre Erkenntnisse im Naturkundemuseum von Boston um. In dieser Anlage zur Erzeugung von Blitzen erheben sich etwa 9 Meter hohe Kuppeln, um die Entstehung von Blitzen auf der Venus zu simulieren. Und jetzt geht's los. Schauen Sie, wir erzeugen in dieser Kuppel so viele Millionen Volt, dass die Spannung sich entladen muss. Und es reißt dabei Moleküle in der Luft auseinander. Die Luft in den Kuppeln, wie in den Wolken der Venus, sorgt für die entsprechende elektrische Verteilung winziger Molekülfetzen. Die zerrissenen Moleküle erzeugen das Licht, wenn sie sich wieder zusammenfügen. Und das ist dann der Blitzschlag. Kosmische Partikel, die von explodierenden Sternen stammen, lösen Blitze aus. Wenn die Partikel auf die Atmosphäre treffen, kommt es zur sichtbaren Entladung. Es handelt sich um Teilchen, die von irgendwo aus dem All kommen, auf die Atmosphäre treffen und einen Schauer geladener Partikel erzeugen. Auf der Venus haben wir sehr ausgedehnte Blitze. Sie enthalten ungeheure Energiemengen und reichen kilometerweit. Auf der Erdoberfläche gibt es durchschnittlich 1,3 Milliarden Blitzeinschläge pro Jahr. Auf der Venus erreicht kein einziger Blitz den Boden. Der Luftdruck auf der Venus ist 90 Mal höher als auf der Erde, weil das Gewicht der Gase größer ist. Deswegen reichen die Blitze auf der Venus nicht bis zum Boden. Sie verlaufen zwischen den Wolken. Der Widerstand in einer dichten Lufthülle ist zu groß, um einen Blitzschlag durchzulassen. Die Entladung von Wolke zu Wolke ist viel einfacher. Von der äußeren Erscheinung abgesehen, haben die Wolken der Venus wenig mit denen auf der Erde gemein. Denn ihr Hauptbestandteil ist so giftig, dass er sich durch menschliches Fleisch fressen könnte.
Von der Erde aus kann man die Venus oft am Morgen- oder Abendhimmel wie einen Stern funkeln sehen. Sie ist bestimmt kein Mauerblümchen. Sie ist sehr hell, nicht nur, weil sie der nächste Planet der Erde ist, sondern weil sie vollständig von einer Wolkenhülle umgeben ist, die das Licht stark reflektiert. Prozent des Sonnenlichts werden von der Wolkenhülle zurückgeworfen. Und diese Wolkenhülle der Venus, unseres sogenannten Zwillingsplaneten, hat eine teuflische Zusammensetzung. Wir wissen, dass die Wolken der Venus aus Schwefelsäure bestehen, im Grunde wie bei Autobatterien. Und diese Schwefelsäure entsteht aus dem Schwefeldioxid, das aus den Vulkanen an die Oberfläche strömt. Wie den Treibhausverursacher Kohlendioxid presst der Gasdruck das Schwefeldioxid durch Vulkanspalten ins Freie. Es ist das gleiche Gas, das der Chemiker Jeff Sutton an dem Kilauea-Vulkan auf Hawaii beobachtet. Schwefeldioxid ist ein gefährliches Giftgas und wir müssen Gasmasken tragen, um Lungen und Atemwege zu schützen. Schwefeldioxid würde sich mit der Feuchtigkeit in Nase und Rachen verbinden und Schwefelsäure bilden. Schwefelsäure ist ein ekliges Zeug. Man ist bemüht, nicht mit Batteriesäure in Berührung zu kommen. Genauso sollte man seine Hand nicht in eine Venuswolke halten, denn grundsätzlich ist es der gleiche Stoff. Wenn ein Venusreisender die Säurewolken, die Blitzeinschläge, die giftige Luft und die Hitze überleben würde, was für eine Planetenoberfläche bekäme er dann zu sehen? Merkur und Venus. Zwei lebensfeindliche Planeten mit völlig unterschiedlichen Schicksalen. Der eine lebendig und gespickt mit tückischen, brodelnden Naturkräften. Der andere ein kosmischer Kadaver, von Millionen Einschlägen gezeichnet. Beide zeigen das Schreckensbild von Planeten, die ins Abseits geraten sind. Sehen Sie nun Merkur und Venus, die inneren Planeten. Gemeinsam mit Erde und Mars gehören Merkur und Venus zu den inneren Planeten unseres Sonnensystems. Die sonnenfernen Planeten Jupiter, Saturn, Uranus und Neptun bilden die gasförmigen äußeren Planeten des Sonnensystems. Vor über 4 Milliarden Jahren hatten die inneren Planeten so viel interstellare Materie angesammelt, dass sich feste Körper bilden konnten. Warum erforschen wir die Planeten? Warum beschäftigen wir uns mit Astronomie? Nun, eines Tages werden wir die Erde verlassen müssen, wenn wir als Gattung überleben wollen. Deshalb müssen wir wissen, was da draußen ist und wie es dort aussieht. Wir erforschen fremdartige Welten, aber die grundlegenden physikalischen und chemischen Vorgänge sind die gleichen wie hier auf der Erde. Millionen Kilometer trennen uns von unseren felsigen Verwandten, aber ein Besuch auf Venus oder Merkur enthüllt unsere gemeinsame Herkunft. Wir können beide als ganz eigene Welten mit ihrer eigenen Geschichte ansehen, aber darin auch die Geschichte unseres eigenen Planeten wiedererkennen. Venus ist der sechstgrößte Planet im Sonnensystem. Mit etwa 42 Millionen Kilometer Entfernung ist sie der Erde am nächsten. Ein Venusjahr dauert 225 Erdentage. Ein Gewicht von 70 Kilo auf der Erde entspricht 60 Kilo auf der Venus. Wenn die alten Römer zur Venus aufschauten, waren sie gefesselt von ihrer imposanten Erscheinung. Sie benannten den Planeten nach ihrer Göttin der Liebe und der Schönheit. Es ist so eine schöne Erscheinung am Himmel, dass sich die Verbindung zur Göttin aufdrängt. Aufgrund der Ähnlichkeit in Zusammensetzung, Anziehungskraft, Dichte und Durchmesser ist die Venus lange als Schwesterplanet der Erde betrachtet worden. In vieler Hinsicht sind Erde und Venus Zwillinge.
Sie haben fast die gleiche Größe. Die Venus ist etwas kleiner als die Erde. Wenn die Erde ein Basketball wäre, dann wäre die Venus ein Fußball. Und sie ist der Erde am nächsten. Aus all diesen Gründen galt sie lange als Zwillingsplanet der Erde. Jahrhundertelang stellten sich Wissenschaftler diesen Zwilling so vor wie die Erde. Bedeckt von tiefen Ozeanen, üppigen Regenwäldern und mit einem Klima, das die Existenz intelligenten Lebens möglich machte. Vor dem Zeitalter der Raumfahrt dachte man, die Verhältnisse auf der Venus seien erdähnlich. Aber dann mussten wir feststellen, dass es dort ganz anders ist. Es zeigte sich, dass die Venus keine exotische Schwester der Erde war, sondern ein missratener Zwilling. Sie sind in ihren Bestandteilen sehr ähnlich, aber sie entwickeln sich so unterschiedlich, dass sie eine faszinierende Möglichkeit zum Verständnis der Planetenentwicklung bieten. Es ist wie ein kontrolliertes Experiment. Zwei gleiche Planeten entwickeln sich über 4 Milliarden Jahre völlig unterschiedlich. Zuerst mal einige der grundlegenden Unterschiede. Venus wurde von Meteoriteneinschlägen schwer getroffen. Einer davon so schwer, dass Wissenschaftler vermuten, er habe die Rotationsrichtung des Planeten umgekehrt. Die Venus dreht sich sehr langsam. Wir nennen es eine retrograde Rotation. Das heißt, sie dreht sich genau andersherum als alle anderen Planeten. Wegen dieser Rückwärtsrotation geht die Sonne im Westen auf und im Osten unter. Und die Venustage sind sehr lang. Die Zeit, die von einem Sonnenaufgang zum nächsten vergeht, beträgt 8 Erdenmonate. Aber ihre Rotation und die Länge ihrer Tage sind nicht das, was Venus zu einem Problemfall macht. Es ist zumindest zum Teil das vertrackte Klima. Mit einer Oberflächentemperatur von bis zu 480 Grad Celsius ist Venus der heißeste Planet im Sonnensystem. Ein Besuch auf der Venus wäre für Reisende nur von kurzer Dauer. Es würde keine Sekunde dauern, bis ein Besucher hinüber wäre, einfach geröstet. Wenn ein Astronaut ohne Raumanzug auf die Venus käme, würde seine Haut sich vor Hitze kräuseln. Er würde braten wie ein Truthahn im Ofen.